daran liegen, dass wir vielleicht vom Abschluss nicht so gut waren, wenn wir den schwachen Fuß nicht. Genau. Das kann natürlich sein, ja. Weil ihr euch immer noch mal den Ball auf den anderen Fuß legen musstet. Wo ist das drei? Ach, da. Auf deinem Kopf. Oh Gott, da ist einer neben mir. Das wird jetzt voll witzig mit dem Martin. Sonst hat er all Platz der Welt gehabt. Klickt er noch, dass er verantwortet. Dem hau ich auf den Arm. Ich war da Martin an. Pass wird abgefangen. Ganz wichtig. Ja. Er hält den Ball mit. Sie hatten die komplette Innenverteidigung so eine weiße Baumwollfrisur. Was? Baumwollfrisur? Jens, ich doch schwarz. Schade. Nein, der meinte die anderen. Da kommt er weit raus und Kankler, super Aktion. Klasse mitgespielt hier und das wird von Torhütern heute. Ich kann sagen, der meinte der wahrscheinlich die. Die haben alle diese witzige Frisur. Okay, gut. Ich wollte den Arni anspielen. Auf! Noch. Der Mann, du stehst mir auf dem Fuß. Oh, scheiße, was soll ich zu tun? Oh, hat noch. Elfmeter. Da geht die Fahne hoch. Mach. Die Nummer, mit den Nummern, das hat immer noch nicht geklappt. Der blendet die. Ach doch. Ich hätte es gern dauerhaft. Eingeblendet. Jetzt gern dauerhaft. So habe ich es immer nur beim Ballkontakt. Ja, ja. Warum brauchst du die denn da? Oh, wenn wir das gemacht hätten, was ja Arnie gesagt hätte, dann hätte ich ganz gerne. Komm, komm! Sie holen sich den Ballbesitz. Muss man mal nachgucken, obwohl nicht nee, dauerhaft ging, glaube ich nicht. Nee, dauerhaft geht nicht. Mit dem Spielernamen, weil das halt da verblasst. Ah, da sind die Bots wieder zu hoch. Toni. Jo, und dann ist der Angriff vorbei. Ach, wir brennen hier alleine. Ja, das sollte natürlich nur rüber zu Theo. Schön, danke. Hä? So ein Witz. Aber Corner wieder auf die Füße getreten. Tut mir leid. Ach, guck mal. Leg dich doch hin hier. Der Martin schubst. Gute Kopfballchance. Aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt er nicht. Guck mal, wie viel Platz da vorne in der Mittellinie, also auf den Außenbahnen wäre. Kein Schiedsrichter, der hinter dir war. Da wäre der Platz, um dieser Seite. Jawohl. Ich wollte wieder umschreien, warum der nicht dahin geht. Und das ist der ja, schön. Ja, schon aus. Der war schon im Aus. Ja. Keine gute Aktion. Ja, ich wollte ihn jetzt nicht flach in den 16er zurückspielen, Güni, auch wenn du da frei warst. Jetzt kann die Flagge kommen. Oh, der war interessant. Ich habe kurz überlegt, X wäre da jetzt wahrscheinlich besser gewesen. Oh, schade. Schönes Dribbling hier. Schön. Ist so eine Ingo. Da fangen sie den Pass an. Boah. War noch zu dir. Komm her. Genau. Ach, schon. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht ab.
Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Ich sag nicht, wo der hin sollte. Ihr wisst ja, wo der hin sollte. Gute Chance für die Flanke. Ah, die Flanke ist zu weit. Keiner dran. Oh. Ach, kein Wunder, dass da nichts ankommt. Harmloser Abschluss, einfach für den Torhüter. Schön. In den letzten 15 Minuten hatte City mehr vom Spiel und ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werden sie irgendwann ihre Chancen haben. Schön. Dann sehen wir hier gleich den Führungstreffer. Ah, die Verwandtschaft ist weg. Vielleicht die Chance auf den Treffer. Hat sie rausgeschmissen. Geh weg, ich hab Besseres zu tun. Hören. Bisschen sortieren. Was sagt jetzt mal den Verteidigern da hinten? Hey. Oh, Mann, ey, das gibt's ja nicht. Jetzt soll er nicht zum Tier, es geht aus dem Tier. Ich steuere jetzt nicht mehr. Jetzt stehe ich nicht mehr. Was ist mit der Verwandtschaft? Jetzt hinter mir. Hat er gesagt, er hat's hinter sich oder? Ja, die hat's hinter sich, die Verwandtschaft. Alles klar. Oh. Damit haben die wenigsten gerechnet. Den hat er aber da reingeschnipselt. Ja, das war mal wieder. Der stand ja auch völlig frei. Da ist nicht ein Gegenspieler, nirgends. Wie kann es sein? Ja, gut, das ist halt die Bordseite. Das ist halt auch Ecke gut, und dann Konter, ne? Weil wir die Ecke nicht vernünftig zu Ende spielen. Ey, sorry. Da können Sie erstmal klären. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Schirmt den Ball da super. Hier irgendwas in der Optik ändern? Kann man eigentlich wie beim Foot die Grundordnung, also sprich, dass wir schon ein Stück weiter nach vorne gehen? Nee. Das ist ja so ein alter Wunsch, dass man wie, also dann habe ich missverstanden. Also du meinst halt über Steuerkreuz auf Offensiv stellen. Nein, dass du von der Grundausrichtung schon, wenn wir anfangen, wenn wir sagen, okay, wir spielen jetzt diese und orientieren uns nicht ab der Mittellinie mit dem Stürmer, sage ich mal, sondern dass der schon 5 Meter vor der Mittellinie steht und die Offensivreihe direkt auf der Mittellinie. Ich glaube, das geht nicht. Ne, ich meine, wir steuern die ja selber, wir können das so. Ja, aber von der Grundausrichtung her, dass wir schon ein bisschen weiter vorne angesiedelt sind. Ja, theoretisch geht das, was Jens meinte, ne? Er könnte das, oder Oberkorn könnte das auf offensiv oder auf sehr offensiv stellen. Ja, aber wenn man das in der Grundausrichtung mit dem Steuerkreuz einstellen kann, dann muss man das ja auch schon in der Feineinstellung auch irgendwo hinkriegen. Nee, leider nicht. Das geht da mit dem Steuerkreuz. Aber das führt halt dazu, dass dann die AVs, also die KI-AVs wahrscheinlich noch mehr Quatsch machen. Obwohl das alles eingestellt ist, dass die hinten bleiben in jeder Auge. Ich habe das eben extra eingestellt. Und hier wird es also über Steuerkreuz könnte ich vor und zurück, also offensive und defensive, oder der Oberkorn. Oh, wow, der wird unten lang. Schön. Schönes Dribbling hier. Oh. Und unten. Ja, ich hab's versucht. Ich weiß auch nicht, warum man nicht abgeschossen hat. War doch vollkommen schön gespielt, Arne. Vor dem Tor. War mir klar. Ich hätte den König direkt anspielt, der neben ihm steht. Mann, ist das eng da. Ist er den A? Oh Gott. Ja, das habt ihr doch alles sehr, sehr gut gelöst.
Ich wollte jetzt nicht den auf Güni spielen, weil die den zugelaufen haben schon. Der hat den Arni angespielt, der war direkt im Single. Also das, manchmal kapiere ich den Typen nicht. Ja, den hätte man vielleicht vorher fordern können von dem Bot. Aber ich will halt auch dann auch nicht hinten fordern, wenn ihr vorne dann... Das hat mir auch dann so schon Fußball öfter. Dass wir dann den Angriff kaputt machen, gefordert haben. Mann! Was hast du denn da? Was machst du denn da vorne? Wolltest du Leergut einsammeln? Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores. So, da ist der Konter. Und dann macht das stark. Unmöglich. Abwehr chancenlos. Obwohl sie dicht dran sind, habe ich Spitze gemacht. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich. Brauchst nicht annehmen. War keine Post, war kein Porto drauf. War Abseits. Schuss! Ganz wichtig, dass Sie da zur Stelle sind. Nein. Sie haben den Ball. Oh, das so. Könnte gelb geben. Inzins. Wie mit dem Pucki überspielt. Guter Vorstand. Seite war jetzt. Flanke kommt rein. Komm. Ja, sie können erstmal klären. Da ist die Flanke. Ich komme nicht vor dem. Der zieht mich so dahin, wo der Ball runterfallen könnte. Gar nicht, denn es hat ihn doch. Dass ich nicht vor den laufen kann. Auf dem Flügel wäre jetzt vielleicht Platz für die Wolves. Jawohl. Jawohl. Warum flackern eigentlich dem Pucki seine Handgelenke immer so? Das sind LED-Strips drin. Mit Kabel, deswegen ist das ja manchmal auch so. Eins schwarz und das andere weiß gemacht. Auf dem Konzert von Deadmau5 habe ich ihn gekauft, da gab es hier beim Er muss sich doch bemerkbar machen, dass er auch mal einen Ball kriegt, ne? Wie so eine kleine Sirene. Biu, biu. Schön. Da kann man immer dran. Schön Ingo und Mühlen. Jetzt steht er wieder zu hoch. Hattet ihr das eben eigentlich auch, dass in der Aufstellung das Spielfeld nicht gezeigt wird? Ja. Schöner Pass. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Aber ich kann nicht beruhigen. Auf dem Spielfeld wird dann das Spielfeld angezeigt. Das Spiel noch. Oh Gott, du Vogel. Ja, aber da müsst ihr dem auch helfen. Ne? Also selbst auch wenn es jetzt der echte Ingo wäre, dann müsst ihr dann näher rangehen. Vielleicht anbieten. Also nicht Jens jetzt, aber andere. Scheiße. Ach. Pech. Ja. Haben sie wieder unseren 16er überladen mit vier Mann oder so. Und dann der Abpraller fällt natürlich noch genau vor seine Füße. Sehr schön. Da war das Tor ja nur noch Formsache. Auszeit. 3-2 also. Da ist alles drin. Keita. Ist schön weggegangen, Ingo. Also der schöne Ingo. Dieser Kopfball geht rüber, keine echte Gefahr. Ja,
Wenn sie mal so sagt, da fühle ich mich immer so, als ob mir einer mit einem Panzer übers Gesicht gefahren ist. Aber das Schöne bezieht sich ja eigentlich auf seine Haare. Ja. Weil er immer so eine schöne Frisur hat. Nein, ist der, der Typ ist ein nur am Rumgrätschen, der steht halt immer noch auf dem Schön. Platz. Ne? Ich schuck ich nicht auf den Fuß, ne? Den Abpraller. Sie dürfen weiter auf den Sieg hoffen. Wichtige Aktion. Schön. Schönes Pressing jetzt. 2 Minuten Nachspielzeit sind. Noch ein Angriff noch. Na, ein bisschen schnell. Also schneller machen, ja. Oh, dass du den Böcken. Oh, schneller. Komm. Ah, das war's. Schade. Ein Querpass zu viel. Schade. Licht und Schatten. Oberkorn, begrüß mal den Lederhengst. Ja. Ja. Ja, nee. Ach nee, lass mal. Immer. Ich meine, also ich bin so. Der Martin ist raus. Ja, ich bin rausgeflogen. Oh.